Willkommen zurück zu Hitman 2016. Im letzten Part haben wir ja Frankreich, Paris gespielt. Und ich habe mir jetzt auch die Episode jetzt hier gekauft, und zwar hier Episode 2. Und zwar Italien Sapizna. Kostet bei Steam 7,99 € und ich habe es in K-Store für 5,99 € bekommen. Immerhin 2 Euro spart. 2 Euro sind 2 Euro. 2 Euro ist zum Beispiel schon wieder eine Dose Monster. So. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal die ganze Sache hier. Aber ich muss erstmal hier klarkommen, was hier wo ist. Und zwar Mission: Die Welt von morgen. Los geht's. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project. A DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Okay. Das wird auf jeden Fall nicht ganz easy, ey. Gibt's hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Attentat, Entdeckung, Meisterleistung, Ziele. Schockieren, eliminieren Sie Francesca, der Sanchez per Stromschlag. Gut, ich werde jetzt hier nicht alle durchlesen. Klippenspringer. Eliminieren Sie Silvio Caruso, indem Sie ihn von einer Klippe stoßen. Eliminieren Sie, indem Sie ihn mit einer antiken Kanone erschießen. Getränk vergiften. Oh ja, hier ist alles dabei, ey. Gartenarbeit. Ey. Guckt euch das an, ey. Wie viel das ist. Wie viele Möglichkeiten es hier gibt, ey, um das zu meistern. Das ist richtig heftig. Besorgen Sie sich einen Schutzanzug. Lebensfeindliche Umgebung. VR-Artefakt, zerstören Sie das Virus. Die Wissenschaftlerin und das Genie. Alle beide müssen wir eliminieren. Okay. Würde ich sagen, legen wir mal los. Verborgene Waffe. Wir werden mal die nehmen als Anzug. Italienischer Anzug lassen wir auch mal. Münze. Ja, das lassen wir mal alles. Okay.
dauert ja immer hier ein bisschen beim Laden, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Boah. Eliminieren Sie, zerstören Sie das Virus. Boah. Ja, und somit herzlich willkommen zu Hitman 2016 Episode 2 in Italien. Wir werden natürlich hier gleich mal saftig abspeichern. Oh mein Gott, wie geil das hier aussieht. Sehr dynamisch. Dichte Atmosphäre. Sehr toll, sehr geil. Wow. Sehr schick, ey. Das hat was. Wirklich. Das sieht richtig nice aus. Wenn uns hier mal ein bisschen umschauen, ich denke mal, überall werden wir hier nicht reinkommen, oder? Doch. Unbefugtes Betreten. Okay, da haben wir die zwei Personen, okay. Ich will bloß mal gucken, wie weit man hier auslaufen kann. Also wie weit man hier rein kann. Geil. Guck mal. Wie cool das aussieht. Hier können wir uns ein Eis holen. Geil. Hier können wir sogar nach hinten. Ne? Na, geil, gehen wir. Kannst du richtig reingucken. Es war unbefugtes Betreten hier, aber scheiß drauf. Oh, wie geil das aussieht. Den könnten wir zwar umlegen, aber lassen wir mal. Geil, hier können wir so herunter. Sehr schön, geil. Sehr detailliert. Grafikmäßig auch, ey, gar keine Frage. Voll top. Richtig irre. Mister? Mister? Okay. Hier haben wir ein Klo. Was haben wir hier? Okay. Nah, just protecting their investment. They've put a lot of dough into this project. Whatever the hell it is. And competition is fierce. Mal ein paar Münzen aufgenommen. So, what should we do later? Oh, irre, ey, wie das aussieht hier, ey. Faszinierend, ey. Und so sieht auch fast Thailand aus, Bangkok, ey. Ist genauso detailliert aufgebaut, ey. Dr. Lafayette speaking. Oh, was haben wir hier? I'm outside Villa Caruso now, enjoying a coffee in the sun. Lovely town. So, anything I should know about Dr. Caruso before our first session? I was briefed on his anxiety attacks, his genophobia. Very well. Don't you worry. Caruso is not the first troubled genius I have turned around.
Just look at Jordan Cross. I'll have young Silvio calm and serene in no time. And you as well. It seems Aether Management is concerned about Silvio Caruso's mental health, no doubt due to his mental breakdown last year. They have hired world-renowned psychologist Dr. Oscar Lafayette to treat the neurotic bioengineer. The session will no doubt take place in private, and furthermore, our records show that Caruso and Lafayette have not previously met. Das hört sich ja gut an, haben sich noch nie getroffen. Sehr schön. Lebensfeindliche Umgebung. Memento. Okay. Verkleiden Sie sich als Kellner. Da haben wir ihn schon mal in rumlaufen. Wir werden auch sicherheitshalber mal hier abspeichern. Wie können wir denn den irgendwo hinlocken? Ah, muss die Olle jetzt da kommen, ey? Kann die Olle sich nicht verpissen? Weil den hätte ich dann darin gestoppt, ey. Ach, du blöde Bitch, ey. Komm, lauf mal schneller, ey. Solange er noch rauchen tut, Alter. Ja, lauf weiter, genau. Verkleiden. Und die Leiche verstecken. Sorry, mein Freund. War nicht meine Absicht. Besorgen Sie ein Brechmittel. Oh, das ist so geil, ey. Das ist so ausführlich gestaltet, ey. Scheiße. Wir hätten doch mal hier hochklettern sollen. So, gehen wir mal hier hoch. Weil ich brauchte Zeug, ey. Vergiften Sie Dr. Was steht da? Dr. Lavayettes Kaffee. Na komm, Alter, du sollst runterrutschen. Hey, crazy man, stop that. Was labert der mich voll, ey? Chris Gay. Chris Gay, was war eine Schnauze? Der mich voll labert, ey. Kommst du jetzt hier mit? Ach, Kacke. Command, put your hands over your head. Nice and slow. I got you in my sight. Ist das nur einer? Super, ey. Nee, das ist Kacke. Das machen wir nochmal. Ach, Mann. Scheißdreck, ey. Nochmal das ganze Ding. So, ausrüsten. Dann machen wir das nochmal von vorne.
Komm, lauf doch mal schneller, ey. Mein Gott. Oh. Lauf doch mal weiter. Boah, ey. Oh, blöde Schlampe, ey. Oh Mann, ey, so. Oh, ey. Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, ey, die Schlampe geht mir richtig auf den Sack, ey. Kotzen. Das mir ja an Zeit kostet, ey. Drei Versuche wieder, ey. Mann, 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 ey. Alle guten Dinge sind drei. Mann, 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 ey. Das hätten wir auch so beim ersten Mal geschafft, ey. Komm, lauf weiter. Oh, ey, ist die lahmarschig, die Alte, ey. Lauf doch mal schneller. Verdammt. Es ist doch zum Kotzen. Oh, nee, ey. Ey, das gibt's nicht, ey. Oh, wie mich das ankotzt, ey. Wenn diese blöde Schlampe da nicht kommen würde. Kriegt sich doch jetzt schon keiner mehr an, ey. Bei drei Versuchen hier. Vier Versuchen. Ach, mein Gott, ey. Das werde ich auf jeden Fall skippen, das Video. Auf jeden Fall. Das werde ich ganz anders machen. Ich werde ja zu lange warten, bis der Arsch hochgeht. Lauf bloß weiter, du hinterhältige Fotze, ey. Na komm, nimm den Typ da rein. Oh, rein damit. Verpiss dich mal da oben, ey. So, abspeichern. Komm ich jetzt hier wieder irgendwo raus? Na komm, wir laufen mal eben. Wir laufen jetzt hier immer runter, scheiß drauf.
Und hier wieder hoch. Sind alle hier in Alarmbereitschaft? Aber wer sieht mich denn? Beruhigt sich jetzt auch hier die Lage wieder? Oh Mann. Sind die alle dämlich oder was? Na, jetzt geht wieder seinen normalen Gang hier. Speichern. Alter, ist das komplex, ey. Hey, don't do that. Someone could get hurt. Naja. Oh, jetzt ist die Gelegenheit da. Nee. Ach, Mensch. Gibt's doch nicht. If you're throwing something out, use a trash can. Komm, heb die Münze auf. Boah, ey. Push me again and see what happens. Stuff just gets thrown out. Doesn't anybody care about the environment? Gibt's doch gar nicht. Oh, er bewegt sich einfach nicht. Nervous some people. Say what? Oh, you need instructions for how to use the rubbish bin? Snap out of it! Oh. Er geht nicht weg. Ah, ist das scheiße, ey. Das ist nämlich der bescheuerte Psychiater. Weil da müssen wir uns verkleiden in den. Und dann zu den anderen Typen hingehen, weil die kennen sich später nicht. Deswegen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, da ranzukommen an den. Aber er bewegt sich nicht. Verpisst er sich jetzt? Ja, er verpisst sich. Ja. Na endlich. Jetzt wir können nicht aufspeichern, okay. Jetzt warten wir so lange, bis er seinen scheiß Kaffee da säuft. Ja, mal schön sauber hier. Komm, trink deinen Kaffee. Trink schön deinen Kaffee. Espresso Macchiato. Na komm, trink. Sehr schön. Ich hoffe, das hat dir geschmeckt. Oh, I'm in a lot of pain actually. That's inconvenient. Figures. Weil jetzt rennt er nämlich wahrscheinlich zur Toilette. Und da werden wir den Arsch umlegen. Der wird auf jeden Fall aufs Klo gehen.
Und dann legen wir den Bastard um, ey. Zeigt doch, er geht zu den Toiletten, ja. Alter, guckt euch das alles an. Ach. In den Schrein klettern. Wir haben doch gerade gespeichert hier irgendwo. Ach, da oben war. Wir laden das nochmal neu. Weil eine Sequenz möchte ich mal sehen. Da verspreche ich euch nicht so viel. This is not happening. Weil ich weiß nämlich ganz genau, was ich mich jetzt machen werde. Den Bastard weg, Klo saufen. Ja, drosseln ist immer langweilig. Auch wenn ich hier zweimal oder dreimal oder viermal hier scheiter, der Fun ist immer noch da. Also keine Panik. Ist alles gut. Hier, das Rieseneis, ey. Hey, are you okay? Cause you don't look okay. And you definitely don't smell okay. Ja, die Backen. Hier hast du Durst, Alter. Lecker, lecker. Und hat gleich Kohle fallen lassen. Oh, oh. So. So, renn mit dir. Sehr schön. Speichern hier nochmal ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Also haut rein. Bis dann.